so wie seinen Stellvertreter Thomas. Dann kommen wir zum Schiedsrichtergespann. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Maximilian Jäger, Michael Jörg und Paul Reis. Zweiter Sieger im Kreispokal Pforzheim und den Rothauspokal wurde der TSV Wurmberg Neubärenthal. Wir bin die Mannschaft zur Siegerehrung. Alessio! Alessio, Hauptsache Alessio geht's gut, jawohl. Der TSV Wurmberg erhält 500 Euro Preisgeld und einen Biergutschein über 50 Liter Bier. Kreispokalsieger um den Rothaus Cup Pforzheim 2017-18 e.V. Nidlingen. Und erhält die Siegprämie von 1.000 Euro und 100 Liter bei dir. Komm noch, Männer! Steh, steh auf und ruf! Auf, 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 auf! So, ein Mit der Jubel und alle zusammen. Ja, 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 ja.